Okay, gib mir einen dritten. Sei gegrüßt, werde meine Ohren. Herzlich willkommen zu Pugalusa Energy. Heute mit dem Red Bull Peach Edition, wer sie Kurs mag. Entschuldigung, Schweden. Heute wird es direkt aus mehrerlei Hinsicht interessant, denn es ist zuerst einmal der erste ausländische Red Bull, den wir hier probieren. Exciting! Es gibt ihn seit 2019 in den USA, aber auch in Schweden und der Türkei. Der konkrete hier kommt jetzt aus Schweden. Wir sind richtig gespannt. Unsere zwei Döschen haben wir tatsächlich in einer stinknormalen Tankstelle in unserem Paderborn gefunden und dachten so, was macht der denn hier? Aber generell scheint es in letzter Zeit irgendwie so einen Trend zu geben, ausländische Red Bull-Sorten zu importieren von Supermarktketten wie Rewe oder halt unserer Tankstelle. Wir sind gespannt, springen auf den Trend aber gleich mit auf und wollen euch sagen, was wir von ihm halten. Riecht sehr vertraut, oder? Und? Es riecht nicht ganz nach echtem Pfirsich. Der Tisch jetzt schon. Das ist das erste Mal, dass ich an einem Red Bull rieche und nicht direkt der Satz in mein Gehirn kommt, ey, Red Bull kann Gerüche jedes Mal. Der Abgang. Also ich habe jetzt nur einen Schluck getrunken, aber ich krieg instantly Flashbacks von der Red Edition, wo der Abgang des Drinks einfach komplett abkackt und so leicht bitterlich, herb und verzogen wird. Und ich habe jetzt schon voll die Befürchtung, dass es bei dem genauso sein wird. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht nur so ein hundertprozentig reiner Pfirsichgeschmack. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie noch so ein bisschen was anderes dabei. Aber vor allem so dieses Säuerliche am Ende. Muss ja dazu sagen, die USA-Version davon heißt ja Pfirsich-Nektarine oder Peach Nectarine. Und ein Energy, der auch Peach und Nectarine kombiniert, ist beispielsweise der Monster Lewis Hamilton. Und den finde ich hier geschmacklich irgendwo wieder. Zeit für einen echten Pfirsich. Nee, aber jetzt, wo wir mal so einen echten Pfirsich essen, merke ich gerade, dass das halt einfach voll in die Richtung des echten Pfirsiches geht und nicht in diese Gummibärchen-Pfirsiche, wie das alle anderen Energy-Marken gefühlt gemacht haben. Schnell ist sie leer, die kleine Dose, kommen wir deswegen gleich zur ausführlichen Geschmacksbeschreibung. Das Geschmacksprofil ist schnell erklärt und hat einen Pfirsich-Geschmack, aber man muss dazu sagen, wir haben ja schon sehr, sehr viele Pfirsich-Energies getrunken, aber auch reviewed und es ist das erste Review, wo wir nicht von den Pfirsich-Gummibärchen reden, sondern von echten natürlichen Pfirsichen und das, obwohl der Energy Drink komplett auf Aromen basiert ist. Hier ist kein Fruchtsaft drin und trotzdem hat man hier durchaus geschafft, einen Pfirsich authentisch wiederzugeben im Geschmack. Die Intensität ist aber eher durchschnittlich, eine Süße hat man hier eher wenig, dafür aber säuerliche und bitterliche Akzente im Geschmacksprofil. Kleiner Hinweis von uns beiden, was so das Trinkerlebnis angeht, denn das verändert sich nicht nur stark über die Zeit, sondern auch fast schon von Schluck zu Schluck. Prinzipiell allen Schlücken gemein ist aber, dass am Anfang eine Pfirsichnote steht. Die ist relativ mild, auch nicht zu süß im Geschmack und wirkt durchaus natürlich. Im Mittelteil übernehmen dann vor allem bitterlich herbe Akzente, die diesen Pfirsichgeschmack ja quasi einordnen, dem so eine Art Fundament gießen. Und das wiederum mündet dann in den Abgang des Drinks. Und da wird's interessant, weil ja vielleicht Pfirsichgeschmack untypisch. Da kommt nämlich vor allem die Säure durch. Das hat mit Fruchtsäure nicht mehr so viel zu tun, weil es doch schon merklich über das Maß hinausgeht. Dadurch irgendwie, ja, quasi verzogen, etwas entgleist wirkt. Und dann kommen dazu am Ende auch nochmal diese bitterlichen Akzente, die im Mittelfeld schon mit dabei waren. Und das wirkt zum Ende nicht mehr so stimmig und durchdacht wie am Anfang. Das allererste Mal einen ausländischen Red Bull zu reviewen, haben wir jetzt fast geschafft. Jetzt gilt es nur noch, den zu bewerten. Wir waren beide, wie ihr gesehen habt, leider nicht so begeistert, was viel mit dem Abgang vom Drink zu tun hat, der fast an Geschmacksfehler erinnert hat. Und das ist halt dann doppelt so schade, wenn man sich die erste Hälfte des Drinks anguckt. Von der waren wir nämlich durchaus überzeugt. Die hat einmal relativ authentisch nach Pfirsich geschmeckt und zum zweiten war sie halt, davon abgesehen, auch einfach lecker. Der Drink verkackt es dann halt leider in der zweiten Hälfte. Da kommt es ihm dann sehr zugute, auch im Hinblick jetzt auf unsere Bewertung, dass die Dose recht klein ist. Weil wenn man sich das in doppelt so groß vorstellt, dann wäre die Bewertung jetzt vielleicht nicht doppelt so kacke, aber der wird einem halt schon echt mehr auf die Nerven gehen. Deswegen kriegt er von uns beiden eine 5 von 10. Gott, Leute, ein wilder Ritt, was hab ich heute alles dazugelernt? Denn ich glaube, das ist somit das erste Review, wo ich danach mit Fug und Recht und völlig überzeugt behaupten kann, die Frucht, die sich der Energy zum Vorbild nimmt,
schmeckt besser als der Energy selber. Ich habe gelernt, dass es durchaus trotzdem Spaß gemacht hat, einen ausländischen Red Bull zu reviewen. Deswegen machen wir das vielleicht irgendwann nochmal. Von allem, wenn ihr das gerne sehen wollt, lasst uns das wissen in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr Sortenvorschläge. Ansonsten abonniert, um das nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Mahlzeit. Mahlzeit, okay.